Moin, ich bin Nils. Ich mache jetzt mit euch einen Vortrag zu Herz-Kreislauf-System. Wer mich kennt, normalerweise ist das so ein bisschen interaktiver, deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird. Bei mir muss man immer viel mitarbeiten. Ihr dürft also ganz viel die Regie mit Kommentaren auf Trab halten. Ja? Die muss dann nämlich zügig arbeiten, damit sie mir die zeitnah einspielt, damit ich die zeitnah beantworten kann. Seid also motiviert, wie immer dabei zu sein. Herz-Kreislauf-System, haben wir gesagt, machen wir. Wir machen das so ein bisschen, wie Nico letzte Woche schon das gemacht hat. Streng nach Aufbau, Funktion und so ein bisschen Erkrankung geordnet. Dann bleiben wir da so ein bisschen in der Analogie zur Atmung, die wir letzte Woche schon hatten. Ebenfalls in dieser Analogie gehört immer so ein bisschen die Einordnung. Wir haben von den Systemen bereits gesprochen. Ne? Nico hat euch letzte Woche erinnert an das BAK-Schema, Bewusstsein, Atmung, Kreislauf. Da ist natürlich der Herz-Kreislauf schon mit drin, ne? K-Kreislauf, Herz-Kreislauf-System naheliegend. Und im ABCDE-Schema haben wir Airway, Breathing und Ah, Moment, nee, das ist die anästhesiologische Variante. Wenn wir uns das tatsächlich mal angucken, dann haben wir Airway Breathing und natürlich nicht Coffee, sondern unter C Circulation. Ja? Circulation, auch das steht in dem Fall für das Herz-Kreislauf-System. Ja? Wir gehen dann noch weiter mit Disability und Exposure, auch das haben wir schon besprochen. Das ist allerdings dann nicht mehr Herz-Kreislauf, das führt zu weit, das machen wir heute nicht. Wenn wir also nach letzter Woche alle A-B-Probleme abgehandelt haben, widmen wir uns jetzt den C-Problemen. Dann müssen wir uns so ein bisschen mit dem grundlegenden Aufbau dieses Systems beschäftigen. Wie ist das also? Das Herz-Kreislauf-System besteht aus dem Herzen, an Punkt 1. Ja? Das ist so ein bisschen der Motor dieses Ganzen. Der Kreislauf wiederum besteht aus verschiedenen Gefäßen, die, der Name sagt es schon, man mag es schon erraten, in einer Art Kreislauf durch die Gegend laufen. Ja? Jetzt klingt das ja erstmal ganz schön. So, wir haben einen Kreislauf, da ist ein Motor drin, jetzt rotiert das so ein bisschen. Jetzt werden wir es einen kleinen Schritt komplizierter machen. Und wenn ihr euch die Abbildung anschauen könnt, die ihr im Moment auf der Folie sehen müsstet, dann werdet ihr feststellen, wir teilen das Herz zunächst einmal ein. Und zwar teilen wir das Herz ein in die linke Hälfte und die rechte Hälfte. Ja, linkes Herz und rechtes Herz. So wird das dann auch oft genannt. Das ist der erste Schritt. An den ersten Schritt folgt der zweite Schritt, nämlich wir teilen das Kreislaufsystem ein. Wir teilen das ein in den Körperkreislauf und in den Lungenkreislauf. Klar, auch die Lunge befindet sich im Körper. Ja, das ist schon irgendwie logisch, das haben wir letztes Mal erörtert. Nichtsdestotrotz müssen wir das einmal unterteilen. Warum ist das so? Wenn wir uns das Kreislaufsystem so anschauen, dann geht aus dem linken Herzen, wir gucken uns das Herz gleich nochmal im Detail an, gehen die Gefäße ab in alle Organe des Körpers. Ja, also ins Gehirn, in die Haut, in die Bauchorgane, in die Beine, in die Muskeln, in die Knochen. Sucht es euch aus. Ja, verteilen dort das Blut und kehren dann wieder zurück zum Herzen. Allerdings nicht zum linken Herzen, wo wir ja ursprünglich ausgegangen sind, sondern zunächst einmal zum rechten Herzen. Da geht es dann weiter, wird es weiter gepumpt und geht von da aus zu dem einzigen Organ, was nicht durch den Körperkreislauf versorgt wird, nämlich die Lunge. Deswegen, die kriegt einen eigenen Kreislauf, nennen wir den Lungenkreislauf. Jetzt gibt es noch ein paar interessante Unterschiede dazwischen, nämlich unterteilen wir zusätzlich in das Hochdrucksystem und das Niederdrucksystem. Da will ich gleich drauf zu sprechen kommen, vielleicht kann mir aber jemand zwischendrin verraten, was zum Hochdrucksystem gehört. Da darf dann die Regie ein bisschen arbeiten. Warum gehen wir also einen Schritt zurück, während ihr darüber nachdenkt? Warum unterteilen wir in Lungenkreislauf und Körperkreislauf? Das eine ist natürlich anatomisch. Wie schon gesagt, die Lunge wird einfach von einem anderen Teil versorgt. Das andere ist aber auch funktionell. Wenn wir darüber nachdenken, was die Hauptfunktion des Blutes ist, nämlich die Verteilung von Sauerstoff im Körper und umgekehrt das Zurückführen von Kohlenstoffdioxid aus dem Körper zurück in die Lunge, dann macht das ja durchaus Sinn, dass die nicht nebeneinander herfließen, das Blut mit sauerstoffreich und sauerstoffarm, sondern dass das sozusagen gezielt zur Lunge transportiert wird, das sauerstoffarme, um da Sauerstoff aufnehmen zu können und dann wieder zurück in den Körper zu gehen, wo wir den Sauerstoff brauchen, um ihn zu verbrennen. Deswegen also diese Unterscheidung Körperkreislauf und Lungenkreislauf. Jetzt bin ich mal gespannt, wir müssten mit dem Verzug ungefähr so hinkommen, dass ihr meine Fragen beantworten konntet. Hochdrucksystem, ich sehe schon, die erste Antwort sind die Arterien. Gibt es da noch mehr? Nein, nur die Arterie. Ja, grundlegend schon richtig, Arterien gehören zum Hochdrucksystem. Jetzt ist nur die Frage,
welche Arterien und was sind Arterien? Wir haben ja, wenn wir sagen Gefäße, die irgendwie das Herz-Kreislauf-System bilden, dann unterscheiden wir in Venen und Arterien, Schritt 1. Das Kennzeichen von Arterien ist nicht, wie man oft hört, Arterien transportieren sauerstoffreiches Blut. Das bitte gar nicht erst merken, ja? Das hätte ich am besten gar nicht erwähnt, das ist Blödsinn. Ja? Arterien sind definiert als die Gefäße, die vom Herzen wegführen. Das heißt, das Blut fließt weg vom Herzen. Ja? Hin zu den Organen, Lunge, Darm, Gehirn, wir hatten das gerade. Venen auf der anderen Seite führen das Blut zurück zum Herzen. Also vom Darm kommend, von der Lunge kommend, vom Gehirn kommend, zurück zum Herzen. Jetzt haben wir also Arterien, ja, richtig, da ist ein höherer Druck drin. Wir haben aber zwei verschiedene Typen von Arterien. Wir haben die Arterien im Körperkreislauf, ja, also die vom linken Herzen in den Körper zu den Organen führen. Und wir haben Arterien, sogenannte Lungenarterien, auch davon haben wir letzte Woche schon ein bisschen gehört, die vom rechten Herzen in die Lunge führen. Und das Spannende ist, der Blutdruck in den Lungenarterien ist nicht hoch. Im Gegenteil, der ist eher niedrig. Deswegen werden die auch zum Niederdrucksystem mitgezählt. Das Hochdrucksystem besteht also explizit nur aus dem linken, aus der linken Herzkammer und den Körperarterien. Alles andere zählt als Niederdrucksystem. Während ich auf die nächste Frage eingehe, kommt die nächste Frage von mir. Wie ist denn so der Druck im Hochdrucksystem? Und vielleicht zum Vergleich, wer weiß denn sogar, wie der Druck im Niederdrucksystem so ungefähr ist? Ich lese hier dickere Gefäße ohne Klappen. Ja, auch das trifft genau zu. Ne? Wir haben zum einen diesen funktionellen Unterschied, was machen Arterien und was machen Venen? Damit die Funktion natürlich auch erfüllen sind, wenn man die im Mikroskop sich anschaut, damit sie diese Funktion erfüllen können überhaupt, sind die anders aufgebaut. Arterien haben eine dickere Wand, haben eine größere Muskelschicht und haben damit die Fähigkeit, Blut tatsächlich auch aktiv zu pumpen, also einen Druck aufzubauen. Venen im Niederdrucksystem haben einen niedrigeren Blutdruck. Das muss passiv zurückgefördert werden. Und wenn wir uns jetzt mal kurz angucken, dann müsst ihr jetzt mal weg von der Präsentation auf mich gucken, ja, wo das Herz so sitzt. Das ist ja, wenn ich so stehe, und die meisten Menschen stehen doch relativ oft, nicht unbedingt so tief. Das heißt, wir müssen den größten Teil des Blutes, zum Beispiel aus den Beinen oder aus dem Bauch, wieder hochpumpen. Das ist blöd, wenn wir keine Klappen da drin hätten. Diese Klappen in den Venen verhindern also, dass das Blut uns immer wieder, naja, in die Beine sackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen sind die funktionell anders aufgebaut. Haben wir schon eine Antwort, was den Druck angeht? Spannende Frage an die Regie. Über 125 Arterien, Venen unter 25. Ja, das kommt ganz gut hin. Ne? Wenn wir sagen, im Hochdrucksystem schauen wir, das heißt also in den Körperarterien, das ist zum Beispiel die große Baucharterie, die Aorta, das ist auch die linke Kammer, die hat den gleichen Druck, dann pendelt dieser Druck in der Regel zwischen 80 und 120 mm Hg. Kleiner Exkurs, warum Millimeter Hg? Das steht für Millimeter, also tatsächlich die Distanz der Quecksilbersäule. Das kommt, wenn man das früher so gemessen hat, mit einer Quecksilbersäule, macht man heute nicht mehr, ist giftig, uncool. Ja? Aber die Einheit wurde beibehalten. 120 bis 80 mm Hg. Da pendelt der idealerweise immer so hin und her. Wenn er höher ist, dann ist das meistens Bluthochdruck und dann ist das meistens ungesund. Im Niederdrucksystem, auch vollkommen richtig, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir so einen Druck in der Regel, der pendelt auch, aber zwischen 2 mm Hg und 20 mm Hg. Wesentlich geringer also. Deswegen brauchen wir eben dieses Klappensystem zum Beispiel, damit das Blut trotzdem entsprechend zurückfließen kann. Genau. Soweit erstmal so zum grundlegenden Aufbau von Herz-Kreislauf-System und Hochdrucksystem, Niederdrucksystem, Unterscheidung von Körperkreislauf und Lungenkreislauf. Wenn wir uns jetzt diese Pumpe so ein bisschen näher angucken, dann wird das schon gleich viel spannender. Ne? Arterien und Venen, das sind irgendwie Rohre, die unterschiedlich aufgebaut sind. Okay, wenn man jetzt kein Klempner ist, ist das vielleicht nicht unbedingt das Interessanteste der Welt. Das Herz ist schon ein bisschen komplizierter. Wenn wir uns das so angucken, dann haben wir hier so einen künstlichen Schnitt sozusagen. Das kann man natürlich in echt sich nicht so wirklich angucken, aber das Bild stellt das, glaube ich, ganz gut dar. Und dann gibt es ein paar Strukturen, die ganz wichtig sind. Das eine ist ja schon, was ich gesagt habe, wir unterteilen ins rechte Herz und ins linke Herz. Wer jetzt genau aufgepasst hat, wird feststellen, rechter Vorhof und rechte Kammer steht auf der linken Seite des Bildes. Das liegt, große Überraschung, nicht daran, dass ich doof bin,
Das hat andere Gründe. Sondern weil wir solche anatomischen Abbildungen immer so betrachten, als würden wir auf den Patienten drauf gucken. Und er guckt uns dabei an. Das bedeutet logischerweise, die rechte Seite des Patienten ist auf der linken Seite von uns. Ich lerne gerade, in der Heraldik ist das wohl genauso. Ja, wieder was gelernt. Es ist also tatsächlich so, der rechte Vorhof liegt in eurem Körper auch rechts, aber weil die Abbildungen halt immer aus Ärztesicht sind und naja, Ärzte gucken meistens nicht sich an, sondern irgendjemanden anders, sieht das so seitenverkehrt aus. Wir unterteilen also in rechts und links. Wir unterteilen zusätzlich in Vorhof und Kammer. Wieso machen wir das? Zum einen, weil das anatomisch ziemlich viel Sinn macht. Zwischen Vorhof und Kammer liegt nämlich jeweils eine Klappe. Vor dem linken Vorhof und hinter der linken Kammer, dazwischen liegt die Mitralklappe. Auf der rechten Seite des Herzens, zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Kammer, liegt die Tricuspidalklappe. Tricuspidalklappe, da weiß ich sogar, warum sie so heißt, bei der Mitralklappe weiß ich es aus dem Kopf tatsächlich gerade gar nicht. Tricuspidal, weil das eine Dreisegelklappe ist. Wenn ihr euch das Bild anschaut, ist das sogar ganz schön dargestellt. Das ist tatsächlich aus drei Segeln bestehend. Diese Klappe sorgt dafür, dass, wenn das Herz pumpt, das Blut auch wirklich nur in die Richtung fließt, in die es fließen soll. Weil wenn wir einfach pumpen würden und wir hätten den Ein- und den Ausgang gleichmäßig offen, dann würde sich das Blut natürlich auch gleichmäßig verteilen und nicht in die gewünschte Vorwärtsrichtung gehen. Das wäre irgendwie unpraktisch. Dazu brauchen wir natürlich noch eine zweite Klappe jeweils, nämlich zwischen dem entsprechenden Gefäß, also der entsprechenden Arterie und der Kammer. Bei der linken Herzkammer vor der Aorta ist das die sogenannte Aortenklappe. Der Name ist naheliegend, es ist die Klappe vor der Aorta, also ist es die Aortenklappe. Auf der rechten Seite, ähnlich naheliegend, zwischen der rechten Kammer und der Pulmonalarterie, ist es die Pulmonalklappe. Auch hier die Funktion, wir wollen, dass das Blut aus der entsprechenden Kammer nur in die entsprechende Arterie fließt. Sieht wie die Kopfbedeckung der Mitra aus. Ja, stimmt. Vielen Dank. Wer auch immer das kommentiert hat, ich erinnere mich gerade an meinen eigenen Anatomieunterricht. Richtig, so ist das. Hervorragend. Ich bin glücklich. Mitralklappe sieht aus wie die Mitra. Das ist diese entsprechende Kopfbedeckung. Die besteht nämlich nur aus zwei Segeln, deswegen heißt die Mitralklappe. Toll. Klappen. Sind wir damit durch. Genau. Das ist eigentlich so der grundlegende Aufbau. Das rechte Herz pumpt immer in den Lungenkreislauf, das linke Herz immer in den Körperkreislauf. Alles andere ist eine Krankheit. Ja? Wenn wir jetzt nochmal einen kurzen Schritt zurückdenken an das Hochdrucksystem und das Niederdrucksystem und ihr euch jetzt mal diese Abbildung genau anschaut, und zwar die Dicke der Wände der linken Herzkammer, wie dick die gezeichnet ist und wie dick die Muskelwand auf der rechten Herzkammer gezeichnet ist, dann dürfte euch auffallen, ich hoffe es jedenfalls, man sieht das gut in der Abbildung, dass die linke Wand wesentlich dicker ist als die rechte Wand. Das ist auch nicht eine künstlerische Freiheit desjenigen, der diese anatomische Zeichnung erstellt hat, sondern das ist tatsächlich so, weil im linken Körperkreislauf, in der linken Kammer, haben wir einen höheren Druck. Habe ich ja schon gesagt, 80 bis 120 mm Hg. Wir brauchen also auch einen entsprechend kräftigeren Muskel, nämlich das Herz. Das heißt, die Wand ist dicker. Auf der rechten Seite haben wir einen niedrigeren Druck, entsprechend ist die Wand auch dünner. Dazu passend sehe ich die Frage, wie man den Druck im Niederdrucksystem überhaupt messen kann. Es gibt Möglichkeiten, die halten wir im Sanitätsdienst nicht vor, aus guten Gründen, weil man das, wenn man das misst mit einem Katheter, das ist quasi ein dünner Schlauch mit einem Druckmesser, den man direkt in das entsprechende Gebiet vorschiebt, zum Beispiel in den rechten Vorhof. Da muss man einen zentralen Venenzugang sich basteln. Wäre zum Beispiel eine Option, könnte dann in den Vorhof gehen und dort den Druck messen. Man kann das sogar noch weiter gehen, man kann durch den rechten Vorhof und die rechte Kammer in die Pulmonalarterie vorgehen. Das muss man dann aber unter Röntgenkontrolle und mit ganz viel Aufwand betreiben. Dann würde man sogar den Blutdruck im Lungenkreislauf messen können. Das macht man in der Hightech-Intensivmedizin nicht im Sanitätsdienst und nicht im Rettungsdienst. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir soweit sind. Sehr schön. Aufbau des Herzens. Wir haben schon auf die Besonderheit, bin ich gerade schon eingegangen, Dicke der beiden Wände. Ja? Es gibt noch eine zweite Besonderheit. An sich ist das Herz erstmal nur ein Muskel, das so ein bisschen durch die Gegend pumpt. Okay. Jetzt wäre das natürlich blöd. Jeder normale Muskel braucht immer ein Signal vom Gehirn, dass er überhaupt zuckt, weil der ist grundlegend faul. Der sagt, pass mal auf, wenn mir das Gehirn nicht sagt, ich soll mich bewegen, dann mache ich erstmal gar nichts. Das wäre beim Herz blöd. Das würde nämlich bedeuten, wenn ihr vergesst, Herzschlag zu haben,
hättet ihr auch keinen. Das ist tendenziell unpraktisch und mit dem Leben nicht dauerhaft vereinbar. Deswegen gibt es hier die funktionelle Besonderheit, dass das Herz quasi so einen Rhythmusgeber hat, so einen autonomen Sinusknoten, ja, der quasi immer so einen kleinen Stromimpuls setzt. Und das Gehirn macht nichts anderes, als darauf regulierend eingreifen. Mach mal ein bisschen schneller, mach mal ein bisschen langsamer, aber grundlegend erregt sich das Herz von selber. Auch das nicht ganz unwichtig für die Erkrankung, die wir immer mal wieder so antreffen. Ich glaube, das reicht aber als erstes für die Anatomie des Herzens. Wir wollen ja auch noch was anderes uns anschauen. Wenn wir uns dann die Frage stellen, welche Funktion hat eigentlich der Kreislauf, dann heißt es letzten Endes nichts anderes als, welche Funktion hat eigentlich Blut. Eine habe ich schon erwähnt, das ist der Sauerstofftransport. Die andere habe ich auch schon erwähnt, das ist der CO2-Rücktransport. Jetzt gibt es noch ein bisschen was Komplizierteres. Diejenigen, die bei uns in den letzten paar Jahren den Sanitätsdienstlehrgang gemacht haben, die haben auf jeden Fall schon davon gehört, das ist der Säure-Basen-Haushalt. Ja? Was das genau ist, da möchte ich jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen. Das führt biochemisch mir einen Hauch zu weit, um das ohne eure direkten Kontakt sinnvoll auszuführen. Was kommt noch dazu? Auch das dürfte euch bekannt sein. Wir transportieren im Blut natürlich auch diverse Nährstoffe. Soll heißen, Zucker, Fette, Bausteine für verschiedene Proteine, allerlei solche Sachen. Was ebenfalls sehr wichtig ist, ich predige das bei jedem Thema, wenn wir irgendwie um verletzte Personen uns bewegen, Wärmetransport. Blut transportiert Wärme. Ja? Wir regulieren uns durch Wärme. Deswegen wird jemand rot und schwitzt gleichzeitig. Ja, weil dann eine Stelle massiv durchblutet wird, da kommt ganz viel Wärme hin und dann kommt es eben zum Schwitzen. Ja? So transportieren wir Wärme zum Beispiel aus unseren inneren Organen, ganz besonders so aus den Bauchorganen, die produzieren viel Wärme, wenn sie verdauen und transportieren die dann nach außen, damit wir nicht von innen verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht im übertragenen Sinne, beim Essen letzten Endes. Was haben wir auch noch? Klar, wir haben eine Immunsystemfunktion, da schwimmen die weißen Blutkörperchen drumherum. Die werden über den Kreislauf überall in den Körper gebracht und wenn dann da eine Entzündung ist, können die da schnell hinkommen und helfen. Das gleiche natürlich bei einer Wunde. Ne? Die Blutplättchen und verschiedene Gerinnungsfaktoren werden darin transportiert. Auch das, wenn ich mich irgendwo schneide, dann verschließt diese Wunde durch das Blut effektiv. Das sind also so zusammengefasst die Funktionen des Kreislaufs. Jetzt muss man sich so ein bisschen die Frage stellen, naja, wie wird denn das reguliert, wo das Blut jetzt so hinkommt? Und da gibt es im Grunde drei verschiedene Einstellungen. Ja, wir können die Herzfrequenz variieren, das weiß jeder, der schon mal aufgeregt war und damit vermutlich jeder. Wir können schneller schlagen oder nicht so schnell. Ja, mein Herz schlägt im Moment vermutlich mit knapp 240 Schlägen pro Minute, weil ich doch ein kleines bisschen aufgeregt bin. Das zweite, die Herzkraft kann reguliert werden. Das spürt man jetzt nicht wirklich so, aber es geht. Ja, das heißt, die Schlagkraft des Herzens kann hochgestellt oder runtergestellt werden durch Hormone und eben auch durch verschiedene Nervensysteme. Und dann, das habe ich schon erwähnt, wir können die Gefäße verändern. Wir können sie weit stellen, wir können sie eng stellen. Steigern oder senken damit den Blutdruck und kontrollieren, wie viel Blut in eine bestimmte Region unseres Körpers fließt. Warum erkläre ich euch das? Naja, wenn wir sagen, das sind die Dinge, die wir beeinflussen können, dann sind das witzigerweise auch genau die Dinge, die uns krank machen können. Nämlich, wenn es gestört ist. Wenn die Herzfrequenz gestört ist, wenn die Herzkraft gestört ist, wenn die Gefäßeinstellung gestört ist. Und das kommt hinzu, das ist nicht physiologisch, wenn wir Gefäßverletzungen haben. Das haben wir normalerweise nicht, das machen wir nicht wirklich. Ja? Aber so kommt es zu Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Ich sehe gerade, ich möchte da noch einen Schritt zurückgehen, weil das sonst, glaube ich, sich nicht mehr effektiv einbinden lässt. Die Frage, werden auch Schadstoffe im Blut transportiert? Ja, natürlich. Ne? Warum? Wir müssen ja Schadstoffe, die im Körper sich irgendwo ansammeln. Angenommen zum Beispiel, ich esse was Giftiges. Ja, verschimmelt, ich hatte Hunger, habe es nicht gesehen, habe ein paar fröhlich Schimmelpilze gegessen. Und jetzt nehme ich diese Schimmelpilze oder also die Gifte da drin, die Toxine, auf. Das lässt sich leider nicht so richtig verhindern manchmal. Dann sind die jetzt in meinem Körper drin, das Blut nimmt die auf, transportiert die in der Regel zur Leber oder zur Niere und das sind so unsere beiden Entgiftungszentralen. Ja? So die sorgen dann dafür, dass da aus dem giftigen Stoff idealerweise etwas Ungiftiges wird und dann wird das wieder ausgeschieden über den Urin oder über den Stuhl. Also ja, wir transportieren natürlich auch Giftstoffe über den Kreislauf. Ja? Zurück zu meinen Erkrankungen, also nicht meinen, sondern den C-Erkrankungen. Ja?
Ursache sind also so ein bisschen Herzfrequenzstörung, Herzkraftstörung, Gefäßeinstellungsstörung und Gefäßverletzung. Vielen Dank übrigens, ich gebe mein Bestes, mir hier Mut zu behalten. Ja? Wenn wir das jetzt so ein bisschen übertragen auf praktische Fälle, die wir irgendwie kennen, dann finden wir das alles hier wieder, wenn wir uns das mal anschauen, welche Erkrankungen es gibt. Das letzte habe ich schon gesagt, Gefäßverletzung, dann kann es zu Blutmangel kommen. Wir nennen das dann meistens Schock. Ja? Ganz klassische Erkrankung eines des Zehs. Ja? Dann Gefäßengstellung oder Weitstellung, das sind zum Beispiel Erkrankungen wie der Venenverschluss oder der Arterienverschluss. Ja? Wenn da also etwas in dem Gefäß drinne liegt, ja, wir haben ein Rohr und jetzt liegt da etwas drinne, dann kann ich natürlich nicht mehr den Durchmesser dieses Gefäßes so regulieren, wie ich das gewohnt bin. Entsprechend habe ich eine Erkrankung durch eine mangelhafte Verstellung. Die besondere Sonderform eines Arterienverschlusses letzten Endes, die werden wir gleich nochmal im Detail uns ein bisschen anschauen, ist der Herzinfarkt. Ja? Wenn wir ein Pumpkraftversagen zum Beispiel haben, also wenn wir nicht mehr richtig regulieren können, wie stark schlägt eigentlich unser Herz, wie viel Milliliter pumpt das mit jedem einzelnen Schlag, dann haben wir eine Herzinsuffizienz, auch eine ganz klassische Erkrankung, die jeder aus dem Sanitätsdienstlehrgang kennt. Bei der Frequenz hätten wir zum Beispiel die Herzrhythmusstörung. Ganz klassisch, es schlägt einfach nicht mehr regelmäßig. Das gibt's. Gibt auch andere, es schlägt einfach permanent zu langsam, es schlägt viel zu schnell permanent. Das sind verschiedene Herzrhythmusstörungen, die wir irgendwie haben können, die dann auf der Frequenz beruhen. Und dann gibt es noch das große Thema des Herz-Kreislauf-Stillstands. Am Ende des Tages ist das natürlich auch ein C-Problem. Logisch. Das sagt der Name ja schon, das ist ein Herz-Kreislauf-Stillstand. Die Reanimation sollte man aber idealerweise nicht erst erkennen, wenn man bei C im Buchstaben angelangt ist. Ne? Weil ihr werdet euch erinnern, wenn ich Bewusstsein, Atmen und Kreislauf prüfe, dann müsste ich bereits vorne gelandet sein bei Bewusstsein oder Atmung, festgestellt haben, kein Bewusstsein, keine Atmung, also hat er folgerichtig auch keinen Kreislauf. Muss ich gar nicht erst überprüfen, weiß ich sofort. Ja? Das ist mal so ein kurzer Überblick, was könnte uns denn eigentlich so grundlegend, gerade auch im Sanitätsdienst, mal eine Erkrankung begegnen, die irgendwas mit C, und in dem Fall meine ich den Buchstaben und nicht das Körperteil am Fuß, betreffen. Jetzt kam eben schon so ein bisschen, glaube ich, auf, wie kann man sowas eigentlich diagnostizieren? Ideen. Ich glaube, wir hängen 30 Sekunden hinterher. Ich brauche also nur 30 Sekunden vor mich hinquatschen, bevor ihr die ersten Ideen geliefert habt. Das geht ja ratzfatz in der Regel. Dum, 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 dum. Wehe, ich höre nichts. Lese nichts. Hören sowieso nicht. Lesen. Die Regie ist in den Startlöchern. Ach, wirklich. Ich kann es auch einfach aufdecken, aber das ist irgendwie langweilig im Vergleich. Es kommt was? Es kommt was? Juhu! Sehr schön. Macht mich stolz, Kinder. Ja, macht mich stolz. Das EKG, ja, sehr richtig. Wir haben das EKG. Vorschlag Nummer 1, das EKG. Das haben wir jetzt nicht in jedem Sanitätsdienst dabei, aber das ist sicherlich eine Sache, die wir als Diagnostik verwenden können. Patienten anschauen, ja, auch das. Wir haben so etwas unspezifisch, aber natürlich mega wichtig und nicht zu vernachlässigen, die Symptome. Da werde ich gleich im Detail noch drauf eingehen. Was haben wir noch? Ja, die Rekapillarisierungszeit, sehr schön. Ich bin ein ganz großer Fan von der Rekap-Zeit oder Rekap auch genannt. Nur kurz zur Erklärung für die, die es nicht mehr im Kopf haben. Rekapillarisierungszeit ist es, wenn ich mir zum Beispiel am Fingerbett anschaue, wie lange dauert es eigentlich, nachdem ich das einmal weiß gedrückt habe, bis das wieder rot ist. Normal sollte das innerhalb von 2 Sekunden passieren. Wenn das länger dauert, dann haben wir eine verlängerte Rekapillarisierungszeit. Das ist ein total super Instrument und ich bin da wirklich ein großer Fan von. Ich glaube, das habe ich eben schon dreimal gesagt. Das ist also deutlich, dass das so ist. Einfach, weil ich kein Gerät brauche. Ich muss keinen Blutdruck messen. Ich muss kein Zeug herbeiholen. Ich packe den Patienten an. Ich sage schönen guten Tag. Nils Borchert, Deutsches Rotes Kreuz. Darf ich mal auf Ihren Finger pieksen? Und ich weiß, hat der eine normale Rekapzeit oder nicht? Die Rekap-Zeit ist außerdem großartig, weil die nicht nur was darüber sagt, wie irgendwie der Druck ist. Was sagt denn der Druck aus? Ja, das ist nicht unbedingt so furchtbar zuverlässig. Aber wenn das in 2 Sekunden da wieder Blut zurückschießt, deswegen wird das ja wieder rosa nach 2 Sekunden, dann heißt das, da kommt ganz offensichtlich noch Blut an. Und zwar im Finger. Ich meine, der Finger ist das Erste, was der Körper nicht mehr versorgt, wenn er sagt, ich habe hier ein dringendes Problem. Ja, der Finger ist jetzt nicht unbedingt lebensnotwendig. Das heißt, Rekapillarisierungszeit, tolles Instrument.
Wir schauen uns das einmal so im Ganzen an, was ich mir noch dabei gedacht habe. Spezifisch natürlich insbesondere, ich habe es jetzt auch schon ein bisschen verraten, die Blutdruckmessung als diagnostisches Instrument und natürlich auch das, die Herzfrequenzmessung. Bei der Herzfrequenz zusätzlich bitte noch nicht vergessen, nicht nur die Anzahl der Herzschläge pro Minute zu erfassen, sondern da sollten wir auch darauf achten, kommt das eigentlich regelmäßig, wie so ein Metronom? Oder arbeiten wir da mehr so ein bisschen im Reggae-Style, ja? Wäre schon wichtig. Ist peinlich, wenn man es nicht erfasst. Und vor allem diese Aussage, ja, ist unglaublich viel wert. Wenn ich feststelle, der hat einen arrhythmischen Herzschlag, das kommt also nicht so regelmäßig, wie ich mir das wünschen würde, dann weiß ich, das könnte eine Erklärung für alle möglichen Probleme sein. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen spezifisch mal auf eine Erkrankung eingehen. Und zwar möchte ich mir einmal exemplarisch den Herzinfarkt mit euch anschauen. Warum? Der Herzinfarkt ist nach wie vor eine der Haupttodesursachen eigentlich. In Deutschland, das ist auch gerade im Sanitätsdienst und im Rettungsdienst unglaublich wichtig zu wissen, den zu erkennen und ihn dann behandeln zu können. Ja? Was ist denn das eigentlich? Wenn wir uns den Herzinfarkt anschauen, dann ist das im Grunde der Verschluss einer Arterie. So, jetzt aber keine großen Körperarterie, nicht irgendwie Aorta oder irgendein Beingefäß oder sowas, sondern das Herz selber wird von Arterien versorgt, die sogenannte Herzkranzgefäße. Und diese Herzkranzgefäße, die können zunehmend zuwachsen, das ist, wenn man zu fettig ist, zu viel raucht, ihr kennt die Risikofaktoren, werden die zuwachsen und dann kann es eben passieren, dass sie sich so weit verschließen, dass der Herzmuskel dahinter quasi erstickt. Das Resultat ist dann, wenn man das zu lange durchmacht und nicht mitbekommt, zunächst einmal, dass der Herzmuskel dahinter nicht mehr richtig pumpen kann. Ne? Ein Muskel, der keinen Sauerstoff bekommt, der kann nicht atmen. Wenn wir das zu lange machen, dann wird es uns übel, schwindelig etc. bis hin zum Herz-Kreislauf-Versagen. Das heißt bis zum Herzstillstand, zur Reanimation und dann im Worst-Case-Szenario tatsächlich bis zum Tod. Das wäre blöd. Das heißt, wir brauchen irgendwie Symptome, mit denen wir das erkennen können. Ihr denkt an Symptome und ich gehe kurz auf die letzten Kommentare ein, die ich noch bezüglich der Diagnose zugespielt bekommen habe. Natürlich vollkommen richtig von Zeller, die Hautfarbe. Ja? Die Hautfarbe, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, die ist bei der Kreislaufsituation unbedingt wichtig. Das kann ja aber, ihr erinnert euch an letzte Woche, auch darauf zurückzuführen sein, dass der Patient schlecht Luft bekommt. Dann ist es kein vorrangiges C-Problem, weswegen der eine schlechte Hautfarbe hat, sondern dann ist es zum Beispiel ein A- oder ein B-Problem. Das nächste, der AED. Der AED ist letzten Endes tatsächlich auch ein diagnostisches Instrument. Der diagnostiziert nämlich von alleine in der Reanimation. Wer eine Einweisung auf entsprechende Geräte hat, kennt sich da ja ein bisschen mit aus. Ansonsten ist es effektiv ein EKG. Ja? Dann lese ich gerade noch, man kann auskultieren, man kann es also mit dem Stethoskop abhören. Für die zufällig anwesenden Kardiologen, ja, vollkommen richtig. Ja. Ich habe tatsächlich mal auf einem Kardiologenkongress einen entsprechenden Notfall gehabt, das war sehr spannend. Ja. Für uns würde ich davon jetzt eher mal absehen. Zum einen sind unsere Stethoskope da nicht so optimal für geeignet, da muss man schon gut hören können. Und wir trainieren das auch einfach nicht. Ja. Das muss man sehr, sehr oft gehört haben, wie ein normales Herz klingt, wo man da hören muss, damit man wirklich eine Idee bekommt, wie hört sich denn jetzt ein krankes Herz an und vor allem, was sagt mir das eigentlich, was ich da jetzt höre, mal außer es ist vielleicht nicht normal. Ja? Genau. Haben wir schon Symptome des Herzinfarktes? Nein? Nein? Okay, vielleicht ist das untergegangen in meinem Redeschwall. Wenn ich einmal losgelegt habe, dann bin ich selten aufzuhalten. Dann machen wir jetzt einfach so weiter, das ist überhaupt kein Problem. Ein Hauptsymptom des Herzinfarktes ist natürlich die Luftnot. Ja? Warum? Wir haben ja gesagt, das ist ein C-Problem, kein A-Problem, kein B-Problem. Wie kann der denn dann Luftnot haben? Naja, ganz simpel, der Körper meldet dann zurück, das Herz kriegt gerade nicht genug Sauerstoff. Und weil der Körper nicht so richtig versteht, warum das Herz nicht genug Sauerstoff bekommt, ist die Empfindung, die wir damit kriegen, oft eine Luftnot. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn wir sagen, wir haben ein Pumpversagen des Herzens. Der Herzinfarkt ist also nicht gerade angefangen, sondern es ist schon so schlimm, dass wir wirklich nicht mehr genügend Blut überall hinbekommen. Dann meldet sich auch der Rest des Körpers und sagt, du, sag mal, also so ein bisschen wenig Sauerstoff ist hier dann langsam schon. Entsprechend kriegen wir das Gefühl, ich habe nicht genug Luft.
Dann ganz klassisch natürlich der Brustschmerz. Ja, das sagt man ja auch immer, die behandelnden Einrichtungen nennen sich Chest Pain Unit. Ja, Brustschmerz ist hier natürlich das Leitsymptom schlechthin. Dann, man kennt das von früher, ne? Oft so, man sagt so in die linke Schulter oder in den linken Oberarm, so ausstrahlender, massiver Vernichtungsschmerz. Man hat inzwischen aber auch, das ist glaube ich hoffentlich weitgeläufig festgestellt, das kann auch in den Unterkiefer gehen, das kann in den Rücken gehen, das kann in den Oberbauch gehen. Ja, es gibt Menschen, die sind zum Zahnarzt gegangen, weil sie dachten, sie hätten Zahnschmerzen und haben festgestellt müssen, nein, sie hatten leider einen Herzinfarkt. Dazu kommt absolut, das sehe ich gerade aus den Kommentaren sehr richtig, natürlich eine Todesangst. Ja, im Falle von Herzinfarktpatienten nicht selten auch mit der Vermutung, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Ja, das kann man so, das ist irgendwie bekannt geworden. Das kann man also durchaus auch mal hören. Ja, bist du absolut, Nicole. Ist aber gut so. Dann, wir haben schon von der Rekabzeit gesprochen. Je schlimmer der Mensch wird, desto verlängerter ist diese Rekabzeit. Ja? Die ist also auffällig. Der Blutdruck kann im Verlauf niedrig werden, richtig niedrig und dann irgendwann auf Null abfallen. Und die Herzfrequenz wird immer höher. Das kann man sich auch logisch erklären. Warum? Wir haben gesagt, der Blutdruck hängt ja davon ab, wie schnell und wie stark das Herz schlägt. Wenn wir jetzt sagen, das Herz kann gar nicht mehr so gut schlagen, dann fällt der Blutdruck, weil es immer weniger stark schlägt. Was macht das Herz? Das Herz kriegt mit, ich pumpe nicht mehr so viel. Naja, meine logische Reaktion ist, ich pumpe einfach schneller. Also steigt meine Herzfrequenz, der Blutdruck fällt. Das mal so zu den Kardinalsymptomen eines Herzinfarktes. Diagnostisch eingeworfen auch die Troponinbestimmung. Ich freue mich, dass die Bereitschaftsleitung das festgestellt hat. Ich hoffe, wir haben dann bald einen Troponin-Schnelltest an der entsprechenden Unfallhilfsstelle. Für alle anderen, die sich gewundert haben, was Nico dort schreibt, die Troponin-Messung ist ein bestimmtes Enzym, das man bei Herzschäden einfach feststellen kann. Wenn das erhöht ist, weist das auf einen Herzinfarkt oder eine andere schwerwiegende Herzerkrankung hin. Sehr teuer. Machen wir nicht im Sanitätsdienst. Was machen wir aber im Sanitätsdienst therapeutisch? Jetzt steht das Unwichtigste zu oben, das war jetzt didaktisch so semi-intelligent. Fangen wir mit dem Wichtigsten an. Das Allerwichtigste hier ist in erster Linie feststellen natürlich und dann Beruhigung und Betreuung. Warum? Was passiert mit mir, der ich hier gerade Stress habe? Mein Herz schlägt schneller und versucht noch kräftiger zu schlagen. Dann braucht mein Herz mehr Sauerstoff. Es kriegt ja aber gerade zu wenig Sauerstoff. Das ist blöd. Wenn ihr es schafft, mich zu beruhigen in dieser panischen Situation, ja, in diesem Stress, in dieser Todesangst, dann sinkt meine Herzfrequenz, dann sinkt mein Sauerstoffverbrauch und mein Herz stirbt nicht so schnell. Das ist super, das kauft mir Zeit. Dann, ganz wichtig, die Oberkörperhochlagerung. Ja, wir müssen den Oberkörper ein bisschen hochlegen. Warum? Das entlastet das Herz. Es kommt nicht so viel Blut zurück zum Herzen. Wenn nicht so viel Blut zurück zum Herzen kommt, dann muss das Herz auch nicht so viel Blut wegpumpen. Super, entspannt das Herz. Wenn der Mensch Luftnot hat im Sanitätsdienst, dann dürfen wir ihm auch gerne Sauerstoff geben. Wir versuchen das möglichst gering zu halten. Das heißt, wenn er sagt, habe ich nicht, dann brauchen wir ja auch keinen Sauerstoff geben. Wenn er Luftnot hat, dann dürfen wir ihm da wirklich gerne Sauerstoff geben. Und was natürlich ganz wichtig ist, Monitoring und perspektivisch, je schlechter der Mensch wird, wenn er zunehmend benommen wird, immer blasser wird, immer schwitziger wird, immer schneller, der Blutdruck immer niedriger, dann müssen wir uns zumindest mal gedanklich und irgendwann dann aber auch tatsächlich faktisch damit auseinandersetzen, dass wir hier in Richtung einer Reanimationsbereitschaft gehen müssen. Viel mehr, außer dann natürlich noch den Rettungsdienst zu rufen, das haben wir hoffentlich schon längst getan, können wir dann präklinisch aber eigentlich erstmal nicht tun. Weil, was muss man am Ende des Tages machen? Am Ende des Tages muss man sagen, die Zieltherapie ist immer, denjenigen in ein Krankenhaus zu verbringen. Da wird dann sich angeschaut, hat der wirklich einen Herzinfarkt oder ist das vielleicht doch eine andere Ursache? Es gibt ein paar ähnliche Erkrankungen. Und wenn er dann einen tatsächlichen Herzinfarkt hat, dann schiebt man den in das weltberühmte Herzkatheterlabor. Das heißt, wir schieben also einen Katheter in das verschlossene Gefäß und machen das effektiv wieder auf. Ja, gibt es verschiedene Techniken, ist für uns im Sanitätsdienst und im Rettungsdienst eigentlich nicht wirklich relevant. Ich lese gerade noch wichtige Maßnahmen nachfordern. Genau, natürlich. Ja, also das ist eine Rettungsdienstindikation. Wer da den Rettungsdienst nicht holt oder ein NEF dazu holt, wenn er der Rettungsdienst in Form eines RTWs ist, der hat was verschlafen. Ja, der war dann auch hoffentlich nicht bei mir in dieser heutigen Online-Fortbildung, geschweige denn in einem Sanitätsdienstlehrgang des Deutschen Roten Kreuzes oder ähnlichem. Troponin machen wir noch nicht. Ja, Troponin würde man übrigens zur Diagnosestellung im Krankenhaus dann machen können. Noch nicht.
Wenn wir das dann alles zeitnah hinbekommen haben, dann versuchen wir, den Patienten möglichst zügig ins Krankenhaus zu bekommen, und damit er dann möglichst kurativ, also heilend behandelt werden kann. Und dann haben wir die wichtigste Erkrankung, die mir so akut einfallen würde, für die Herz-Kreislauf-Systeme schon abgehandelt. Es ist jetzt nach meiner Uhr so etwas vor 8. Ja? Ich würde also mich abschließen mit meinem Vortrag und noch eure Fragen beantworten, wenn noch welche offen sind. Ich schaue dabei kurz in die Regie und ihr dürft sie noch stellen. Ansonsten stehe ich danach auch gerne noch im Chat zur Verfügung. Ich sehe gerade Brustschmerz eher bei Männern. Frauen ist das sehr anders. Genau, das ist vollkommen richtig. Ne? Man hat klassisch früher untersucht, nur an Männern witzigerweise, weil man nicht darüber nachgedacht hat, dass Männer und Frauen verschieden sind in den Studien, und ist dann eben auf diesen Brustschmerz mit nach linke Schulter ausstrahlend gekommen, hat dann festgestellt, bei Frauen ist es viel unspezifischer. Man kann gar nicht so richtig sagen, naja, bei Männern ist es so, bei Frauen ist es so, sondern die machen es einem tatsächlich ein bisschen schwieriger. Deswegen haben auch das statistisch Frauen eine höhere Sterberate am Herzinfarkt, weil man die einfach zu selten erkennt und oft vernachlässigt. Ja? Da besonders vorsichtig sein, insbesondere dann in den entsprechenden Altersklassen. Ich sag mal so grob geschätzt ab 60 aufwärts, ab 65 aufwärts mit den entsprechenden Risikofaktoren müssen wir sehr vorsichtig bei sein. Gibt es sonst noch Fragen? Ich schaue jetzt einmal aufmerksam in die Regie. Ich sehe hier ein Nicken, nicht ein Kopfschütteln. Sehr schön. Dann habe ich euch alle erschlagen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Bedanke mich, und wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne im Chat. Ich setze mich auf die andere Seite und dann bin ich durch.